Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Mo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal MoMoGTV. Heute mit einem erneuten Let's Play mit dem Namen Detention, ein japanischer Horrorspiel, den ich beim Herrn Gronkh vor ein paar Monaten im Stream gesehen habe und mir einfach das Spiel gefallen hat. Ich dachte mir so, ich sollte es auch halt Let's Play. An der Stelle, wie ihr schon sehen könnt, steht bei mir Continue the New Game. Wir werden natürlich ein New Game machen. Ich habe mich ein bisschen rumgesehen. Der ist vielleicht 10 Minuten oder sowas. Ich werde das Spiel Let's Playen. Ich werde so eine kurze Folge, so 10, 15 Minuten erstmal aufnehmen. Und dann schreibt ihr in den Kommentaren, ob ich das Spiel weiter Let's Playen soll, ja oder nein. Jo. Ich würde mal sagen, wir sollten mal loslegen mit New Game. Start a new game with Lowe's current saved data. Are you sure? Yep, ich bin mehr als sure. Das Ding ist, ich glaube, es gibt hier keinen Untertitel in Deutsch. Ich werde so gut wie alles übersetzen, wie es geht. Class, the following material is important. Class, pay attention, this will be an blah. During this time period, many professional military. Okay, sagt, das ist ein wichtige Information über den Krieg. Ich nehme an, das ist eine Geschichtsstunde. Ja. Und hier sehen wir, glaube ich, ein Officer. Look, it's in Structure Bay. Okay, das ist einer mit dem Namen Bay. Und er kommt in unsere Klasse. Mrs. Yin, may I have a word with you? Kann ich vielleicht ein kurzes Wort mit dir haben? Und sie gibt uns eine kleine Pause, damit sie mit Mr. Bay reden kann. Mrs. Yin, have you seen this list before? Haben Sie die Liste schon vorher gesehen? Und jetzt startet unser Spiel mit der Junge, der in der Klasse eingeschlafen ist. Did I feel asleep? This is strange. Where is everybody? How come nobody is here? A typhoon alert? There shouldn't be any typhoons this time of the year. What's going on here? Okay, wir starten also das Spiel, wie wir sehen können, es ist saving. Wir starten das Spiel mit dem jungen Mann. Der sagte hier, er ist eingeschlafen und er behauptet, es gebe einen Typhoon Alert, ich nehme mal das, so eine Überflutung oder so einen Sturm, der aufzieht und keiner ist da. Schauen wir mal, was da steht. The sound of howling wind. Typhoon must be getting close. Okay, es ist es hört sich nach einem starken Wind und dass das Typhoon halt in der Nähe ist. Hier haben wir mal etwas, I should hurry home. Okay, Bruder. Hier haben wir was noch auf der Tafel. Da sollten wir auch abchecken. Typhoon Alert. I thought the weather was quite nice during the history class. Okay, auf der Tafel steht halt eine Warnung vor Typhoon. Wie wir sehen können, und er hat und er meinte, dass halt während der Geschichtsstunde das Wetter auch doch noch ziemlich gut war. Wir können tatsächlich nichts weiter machen, also gehen wir, wie gesagt, jetzt mal erstmal raus und schauen uns mal um, ob es wirklich jemanden geben wird. Wir können hier das dann erstmal anschauen. Wir bewegen uns hauptsächlich mit der Maus, nur so nebenbei. Es ist Raum 203 und es ist ein Klassenzimmer. How did I sleep for so long? Wie bin ich so für so lange eingeschlafen? Wir haben hier noch eine Liste, schauen wir die mal an. This is our class schedule. Das ist unser Klassen, sagen wir so, Kalender oder sowas. Did I sleep so all the afternoon classes? Bin ich durch alle Vormittagsstunden eingeschlafen? Haben wir irgendwas auf der Seite? Wir können hier noch einmal weiter schauen. Nein, schauen nicht. Da steht auch noch immer Room 203. This is my classroom. Auch noch hier. Was ist denn das? Okay, wir gehen einmal rein.
Und wir sind wieder in unser Klassenzimmer gelandet. Das wollten wir aber nicht. So, wir gehen noch einmal raus und schauen wir mal, was das für eine Tür ist. Das sieht irgendwie wie ein WC aus. Girl Restroom, I shouldn't be going in here. Okay, das ist wirklich das Frauen-WC, da sollte er nicht gehen. Und er muss nicht auf dem WC. Wir können hier einmal rauf. The front gate is in this way. Okay, er will den Hauptausgang oder Eingang oder was noch immer erreichen. Hier können wir runter. Aber ich glaube, auf der anderen Seite sollte irgendwas sein. Ich habe ja, wie gesagt, die ersten paar Minuten gespielt. Das weiß ich noch. Da sollte, glaube ich, irgendwo ein Blatt Papier sein. Das sollten wir auch noch holen. Ist vielleicht interessant. Oder ist es noch oben? Ich glaube, da sollte was noch kommen. Was ist das für ein Zimmer? The door is locked. Okay, dieses Türzimmer ist zu. Oder dieses Zimmer ist halt zu. Ja, da finden wir es. So, it's awful quiet in the classroom. Have they all gone home? Es ist hier erschreckend leise in diesem Raum. Und er fragt sich, ob alle nach Hause gefahren sind. Hier haben wir a piece of paper, das ist unser wind will. Ein Stück Papier ist halt auf der Fensterkante. Und das haben wir zu unserem Journal geaddet. A sketch. Da sehen wir jetzt das Gesamte halt. Das ist unser, sagen wir so, Notizbuch. A sketch. Sketch of the old banyan tree. An old sketch of what looks like the banyan tree in school. In the school. There seems to be a figure underneath. Okay, es ist halt ein Sketch, ein kleines Foto, sagen wir mal so, von der Banyan Baum. Das ist das da hier. Und da sehen wir auch ein schwarzes Figur unterhalb. Wir können eine Seite noch weiter. School and Team, das ist das Schullied. Our school and team, it actually has a decent melody. The lyrics, however, feel like another one of those propagandas promoting patriotism. Also er meint, dass seine Schullied oder Schulhymne eine gute Melodie hat, aber die Lyrics sind wie hier, sehen so aus, als wäre es ein noch ein anderer Propaganda geschriebenes Text ist. Schoolmotto and Rules. Das Schulmotto und die Regeln. The first thing in Orientation was to memorize the school motto and rules. All that, be honest, be brave, be loyal, be frugal stuff, and making sure you know it was Principal Mr. Sheen, Shen, oder Sheen, keine Ahnung, wie man das aussprechen oder ausspricht, who established this foundation for us. Das erste, was man als Orientierung nehmen soll in der Schule, sind die Schulmotto und die Regeln, ist ja wie jede andere Schule. Und da stehen halt, dass man honest, brave, be loyal und so weiter und so fort und dass Mr. Sheen die gemacht hat. Sonst können wir nichts. Und da sehen wir halt im anderen Text oder auf der anderen Seite die Schulregeln und Schulmotto. Keine Ahnung, was das von denen. Ich nehme an, das sind die Regeln. Wie man sehen kann, das ist die Unterschrift von Mr. Sheen. Und hier ist das Schulmotto. Yep. Das sollten wir ja holen. Das haben wir schon mal auch gemacht. Die Tür ist ja, glaube ich, zu. Oder? Yep. Die Tür ist zu. Wir können nicht nach oben, also müssen wir nach unten. Ich werde das Let's Play also nicht heute lange mal halten, ist so nur so eine kurze Einführung. Vielleicht bis wir mal raus aus der Schule sind oder sowas oder bis wir irgendeine Stelle erreicht, die ich nicht kenne. Dann stoppe ich das mal und wir werden, glaube ich, beim nächsten Mal weitermachen. Aber jetzt geht es weiter. Da haben wir einen Schild, wo drauf halt steht, dass es das Direktors Tür ist, also nicht direkt, das Tür ist direkt das Büro. The principal office is always locked. Es ist halt zu. Wir können halt hier mal schauen. Some of the most valuable stuff is in there. Including the only telephone we have in school.
Okay, hier in diesem Raum sind halt brauchbare Sachen oder das meiste, die meist oder die teuren Sachen halt sind drin. Dazu noch das einzige Telefon in der gesamten Schule. Schauen wir mal weiter. Und wir haben noch hier ein Fragezeichen. A pot of growing daffodils. Only one of them still hanging in here. Sind halt ein Ding, wo Pflanzen eingepflanzt werden und sie sind nur drin. There is something in the dirt. Da ist etwas drin in diesem schmutzigen Scheiß. Dig it out, ob wir es rausnehmen sollen. Yep, das machen wir. Added to the journal. Wir haben noch ein anderes Foto und wir lesen mal, was dort steht. An old photograph. Can't tell who's in the picture. There is a quote written on it. The roots below the earth claim no re rewards for making the branch fruitful. Also, das ist ein altes Stück, also ein altes Foto, wie wir sehen können. Da ist ein Mann drauf gebildet, aber wir können nicht erkennen, wie der heißt. Neben diesem Person ist halt eine Aussage geschrieben worden mit dem und die lautet: The roots below the earth claim no rewards for making the branches fruitful. Also, wir sind zusammengefasst, wir sind in einer Schule alleine. Taifun kommt. Wir finden das ein Bild von jemand unter den Baum. Wir finden ein Bild von einer Person in der Schule mit einer Aussage auf dem Bild. Ja, das ist, was wir bis jetzt gefunden haben. Und unser Ziel ist, hier zu verschwinden. Ich glaube, shut, they closed the roll-up door. Okay. That's the only road to the gate, to the front gate. Ja, klar. I have got figured out a way to open it. Okay. Das ist die einzige Möglichkeit, um draußen zu gehen. Und ist geschlossen. Typisch Horrorspiel. Aber ne, das wäre halt nicht leicht. Das wäre zu leicht, wenn das offen wäre. I think this is the control panel for the roll-up door. Open it. Okay, das ist halt das Kontrollkasten für das Ding da, den man aufmachen muss. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. It's a mechanical winch. Es ist ein mechanischer Winch. There are instructions on the cover. I think I need a hand crank. Das sind halt eine Beschreibung auf auf das Cover, auf der Vorderseite. Und da braucht er einen Handcrank. Ich glaube, wir müssen hier rein. Hier finden wir das Gesamte. Bis hier habe ich ja gespielt. Hier können wir die Licht anmachen. Das machen wir sofort. Auf der rechten Seite ist auch das Handcrank. Yep, da haben wir den. Yep. Und ab hier habe ich keine Ahnung, was passieren wird. Also, ich bin jetzt gespannt. Schauen wir mal, was hier steht. Diamond Sutra. Why would someone put this on the wall? I'm not familiar with Buddhist teachings. Okay, da sagt es halt Diamond Sutra, ist irgendwelche Regeln aus der Buddhismus und er hat keine Ahnung, wieso es hier hängen sollte. In Japan. Wir sind ja offiziell in Japan oder in China und da halt liegen Regeln für das Buddhismus. Ist merkwürdig für ihn. This is one dirty raincoat. Das ist ein schmutziger Regenanzug. That musty smell is horrific. Und es riecht scheiße. Hier können wir nichts mehr finden. Gehen wir mal erstmal raus und verwenden unser Handcrank für die Scheiße. Jodi, verwende mal. Und es ist unsere Möglichkeit, doch draußen. Wir sollten sie ausnutzen.
Jetzt gehen wir nach draußen und versuchen zu verschwinden. Wenn es geht überhaupt. Wir sind draußen. Aber ich muss zugeben, die Grafik ist Bombe. Hammer. Richtig Hammer gemacht. Wir können hier weitergehen, weiter. Weiter. Weiter, 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 warten wird. The shortest road back home is through the auditorium. Okay, er sagt, das ist der kürzeste Weg nach Hause. Ich hoffe, dass es der kürzeste Weg wirklich nach Hause ist. Und enter, ja oder nein. Wir gehen rein. Eine junge Dame sitzt allein in einem verlassenen Gebäude auf der Bühne. Super. Ganz, ganz super. An der Stelle würde ich mal sagen, das war's mit dem ersten Gameplay. Wir sehen uns da. Unser super, super, duper Typ hier. Wir sind die Frau hier und ich würde mal sagen, das war's auch mit dem ersten Let's Play von Detention. Ich hoffe, euch hat diese Einführung im Spiel gefallen. Lasst mal, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, ob ich dieses Spiel weiter Let's Playen soll oder nicht. Aber ich würde mal sagen, dieses Spiel hat Potenzial, das weiß ich, hat auch gute Bewertungen auf Steam, die könnt ihr abchecken. Ist ziemlich cool. Ist auch jeden Cent wert, das weiß ich. Ja. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich dieses Spiel weiter Let's Playen soll, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video am Mittwoch, wenn nicht davor kommen sollte. Bis zum nächsten Mal und ciao.